Hallo und herzlich willkommen bei Made in Unterschleißheim. Heute wieder mal aus dem Herzen Lohhofs, der Siedlerstraße. Und zwar, wir sind heute bei TP Gravuren und Stempel. Und neben mir ist der Klaus Bujok. Servus Klaus, hallo, schön, dass wir heute bei dir sein dürfen und ein bisschen in deinen Laden reinschauen. Ihr seid hier jetzt, habt gestern euren Jahrestag gehabt, hast du gesagt? Seit einem Jahr. Jawohl. Seit einem Jahr hier neu eröffnet. Jawohl, Siedlerstraße, Hausnummer? 31. 31, jawohl. Im alten Sparblock, wie die Unterschleißheimer natürlich wissen. Ja, hier gibt es Stempel, hier gibt es Schilder, hier gibt es vieles mehr. Und was es alles gibt, das schauen wir uns jetzt beim Klaus drinnen an, gell? Ja, ganz gerne. Bis gleich. So Klaus, jetzt sind wir in deinem Laden herinnen. Ihr habt Stempel, das steht ja an der Tür. Ja, ihr habt Gravuren, ihr habt Folien, aber was habt ihr denn sonst noch alles? Das ist ja nicht alles. Wir beschriften zum Beispiel individuell Verpackungen, Gegenstände aus Edelstahl, sei es Messer, Werkzeug, irgendwelche Tassen aus Edelstahl, Thermobehälter, also alles was Edelstahl oder Stahl ist, kann man eben individualisieren. Also Beschriftungen und ja. So von zum Beispiel in der Auslage stehen Krüge und natürlich die klassischen Pokale, kaufen wir auch jedes Jahr bei euch. Zinnteller, nach wie vor. Zinnteller, genau, sehr schönes Geschenk natürlich, wunderbar. Ja, Beschriftungen, Stempel, wie lange dauert so ein Stempel bei euch? Also von Bestellung bis Auslieferung, sagen wir mal, wenn vorrätig, auf Lager, der Stempel, zwei Tage. Ist er fertig. Ja, wunderbar. Also vorbeischauen, in 2 Tagen ist der Stempel fertig. So ohne große Anlaufzeit. Bestens. Alles klar. Ja, wir werfen jetzt gleich noch einen Blick hinter in die Produktion von Klaus. So Klaus, was haben wir alles für Maschinen bei dir? Ja, das sind schöne Oldtimer, das sind Maschinen... Eine Firma Deckel aus München, die es leider nicht mehr gibt. Das sind sogenannte Pantographen für kegelförmige Körper, Gegenstände, für Teller, für Schilder, alles was flach ist. Also 4 verschiedene Maschinen, die man dementsprechend einrichten kann. Da kann man die Schriftgrößen einstellen und man ist mit den alten Maschinen sehr, sehr flexibel, was die heutigen, die neuen nicht mehr können. Das macht uns ziemlich einzigartig. Jawohl. Ihr habt es noch in den Nebenräumen Maschinen? In den Nebenräumen, einmal in den geschlossenen Raum, ist ein offener Jacklaser, der für Edelstahlbeschriftungen hauptsächlich verwendet wird. Und zusätzlich haben wir dann noch einen CO2-Laser, der kann Glas beschriften, Kunststoffe, Holz, Papier, ja, eigentlich alle brennbaren Gegenstände und auch Aluminium. Und da ist man ein bisschen eingeschränkt von der Größe, also maximal 60 x 40 cm, was aber meistens ausreichend ist. Jawohl.
Klaus, bei dieser historischen Musterschildtafel fällt mir natürlich ein, wir müssen ja auch erwähnen, ihr führt hier in Unterschleißheim eine Geschäftstradition weiter. Das ist richtig. Wir haben die Firma genau vor einem Jahr übernommen, eröffnet hier in der Siedlerstraße, sind von der Robert-Bosch-Straße hierher umgezogen. Die Firma hat der Thomas Pantelic geführt, davor schon sein Vater, und die Firma ist da noch über 40 Jahre in Unterschleißheim ansässig. Da schau her, also echte Traditionsfirma, die ihr jetzt hier weiterführt, der Helmut und du. Richtig. Jawohl. Also wir sind zu zweit und ergänzen uns da ganz großartig. Wunderbar. Ja, Klaus, vielen herzlichen Dank, dass wir bei dir ein bisschen in den Laden haben schauen dürfen und vor allem natürlich auch hinter die Kulissen. Ich freue mich auch schon darauf, den nächsten Stempel und das nächste Schild bei euch machen zu lassen. Jederzeit und schnell. Das stimmt. Ja, und ich kann nur wieder mal mit meinem Appell hier enden. Ihr seht es, man kriegt die unmöglichsten Sachen in Unterschleißheim. Deshalb kauft's Made in Unterschleißheim. Dann gibt's auch morgen noch so hervorragende Geschäfte wie TP Gravur und Stempelservice. Also bis zum nächsten Mal. Pfiat's euch. Servus. Ciao.